Heute ist der 29. Oktober 2016. Hier sehen wir ein kurzes Video von einer gewissen Person, die offenbar Interviews gibt, ob die nun gefaked sind oder nicht. So wie die Frau da hier in Weiß antwortet, entweder so relativ klug oder ist mir auch egal, ob das fake ist. Jedenfalls ist es so, das Video wurde am 16. August 2016 veröffentlicht. Ich werde das auch verlinken in der Beschreibung. Es ist so, dass ja, der Titel ist merkwürdig und auch das, was hier in dem Video steht, in der großen Zeile. Und dann vor allem die Beschreibung dieses Videos ist auch sehr, sehr komisch, wobei sich dann die Uploaderin hier wahrscheinlich dann halt nur auf den Gesetzgeber beruft. Für den Titel ist sie aber selbst verantwortlich und der lautet, ist Grabschen eine Straftat? Wenn man sich ein bisschen mit dem Strafgesetzbuch auskennt, wie das zum Beispiel der Mike tut, dann wüsste man, dass diese Frage grottendämlich ist. Allein, dass diese Frau das hier fragt, ja, mag sie noch so hübsch sein, dafür ist sie für mich schon so viel wert wie eine Ratte im Kanal. Selbstverständlich ist Grabschen eine Straftat, komme ich gleich zu. Im Widerspruch zu dieser grenzdebilen Frage im Titel steht hier, Grabschen ist jetzt Sexualtat. Geht der Gesetzgeber hier nicht zu weit? Wenn, dann eine Sexualstraftat und nicht einfach Sexualtat. Also, die fragt hier gleichzeitig, ob Grabschen eine Straftat ist, stellt hier aber fest, dass Grabschen jetzt angeblich eine Sexualstraftat ist. Wie dumm kann man sein? Ist das nicht ein bisschen widersprüchlich? Was denn nun? Einerseits fragt sie, ob es eine Straftat ist, andererseits stellt sie fest, dass es angeblich eine Sexualstraftat ist. Keine Ahnung, wo das stehen sollte, wüsste ich auch nicht. Also ziemlich dumm, diese Uploaderin. Ja, jetzt steht hier massenweise Text. Gucken, ob ich das komplett drauf bekomme. Ich glaube, oh ja, geht sogar. Ja, hier steht halt, dass es künftig dann schon eine Vergewaltigung darstellen soll. Wenn, wir gehen jetzt einfach mal davon aus, es steht eine Frau da, dann kommt ein Mann, weil das wäre die klassische Rolle. Der Mann sagt hier, ich möchte dich angrapschen. Die Frau sagt, nein. Dann kommt ihr der Mann zu nah und fasst sie an. Selbst wenn er sie irgendwie neutral anfasst, nicht unbedingt mal an der Brust oder sonst wo. Dann soll das schon eine Vergewaltigung darstellen. Laut Heiko Maas, dem Bundesjustizminister, wahrscheinlich der inkompetenteste, den wir je hatten. Scheiße, schon 3 Minuten und eine halbe, sonst würde ich das jetzt Video erstmal neu anfangen. Scheiß Versprecher. Heiko Maas halte ich für generell ziemlich inkompetent. Das ist natürlich Quatsch, ja. Ich komme da gleich auf meinen Kommentar, wo ich mich dazu äußere. Und zudem soll halt auch noch das Begrabschen an sich ein eigener Straftatbestand werden oder darstellen. Keine Ahnung, inwiefern da jetzt schon was durchgesetzt worden ist. Ich denke mal, dass beide Gesetzesentwürfe, wie sie hier stehen, nicht so durchgebracht worden sind. Kann ich mir zumindest nicht vorstellen. Auch das ist Schwachsinn, ja, dass Begrabschen eigener Straftatbestand werden soll oder mittlerweile schon ist, weiß ich nicht. Weil das ja schon vorher strafbar war. Es sei denn, die haben mir das Strafmaß bei Begrabschen über 2 Jahre angesetzt. Denn, lest euch einfach meine Antwort durch. Es ist natürlich so, dass, wie es hier steht, wie ich es geäußert habe, eine Vergewaltigung ist das Eindringen durch was auch immer, Geschlechtsteile, Hände, Füße, Gegenstände in die sexuellen Körperöffnungen, Vagina, Po, Mund, eines Dritten. Punkt. Also eine Vergewaltigung ist es bestimmt nicht, wenn jemand ausdrücklich vorher gesagt hat, ich will das nicht, also nein. Ja.
und derjenige, die trotzdem anfasst. Und zwar neutral anfasst. Selbst wenn er sie nur an der Oberweite anfasst, ist das keine Vergewaltigung. Also eine Vergewaltigung muss schon irgendwie sexuell in irgendeine Öffnung gehen, in der Frau oder auch von dem Mann. Aber eine Vergewaltigung ist es nicht, wenn die Frau sagt nein und der Mann oder die Frau fasst die dann an der Schulter. Ja. Das wäre dann zum Beispiel das klassische Grapschen, ja, oder die Beleidigung mit jetzt Tätlichkeit. Ja, wie gesagt, für das Grapschen oder Grapschen an sich muss kein eigener Straftatbestand her. Es sei denn, man möchte da Freiheitsstrafen von über 2 Jahren möglich machen. Denn ansonsten, Grapschen ist Beleidigung mittels Tätlichkeit nach § 185 Strafgesetzbuch. Das ist wohl der, wie soll ich denn das sagen, der am wenigsten bekannte Straftatbestand. Also der wird völlig vernachlässigt, insbesondere auch wegen Ohrfeigen zum Beispiel. Da habe ich ein extra Video zu. Titel ist ungefähr Ohrfeige, Beleidigung oder Körperverletzung. Wie gesagt, normale Ohrfeige sehe ich als Beleidigung mittels Tätlichkeit. Grapschen ist eine Beleidigung mittels Tätlichkeit. Ganz einfache Sache, da brauchen wir nicht zu diskutieren. Wenn der Gesetzgeber jetzt Grapschen als eigenen Straftatbestand machen will und sagt, es kann mit bis zu 4 Jahren bestraft werden, was ich nicht glaube, ja, dann sollen sie es halt machen. Ja, das begrüße ich dann. Aber ansonsten reicht das bestehende Gesetz schon aus, nämlich der § 185 Strafgesetzbuch, weil Grapschen eine Beleidigung mittels Tätlichkeit ist und schon jetzt strafbar ist. Also wenn ich jemanden irgendwo anfasse, wo auch immer, am Po, wie gesagt, am Po, nicht in den Po, weil dann wird es ja wieder eine Vergewaltigung, am Po, an der Brust, an der Vagina oder beim Mann am Po oder an sein Ding, am Rücken, an der Schulter, am Gesicht. Dem Grunde nach sehe ich das strafrechtlich so, dass jedes unbefugte, sprich unerlaubte Anfassen eines Dritten eine Beleidigung mittels Tätlichkeit ist. Was anderes ist im Gedränge, im Bus, Bahn, was weiß ich wo. Aber wenn mich jetzt irgendjemand anfasst und das Anfassen sich auch nicht vermeiden lässt, also ich bin zum Beispiel in irgendeinem Park, ja, und da fasst mich jetzt jemand an, gleich wer, hat dazu aber offensichtlich keine Erlaubnis und fasst mich einfach so an, fasst mich an der Schulter. Ja. Wenn er danach nach der Zeit fragen will, dann könnte er sich auch anders verbal zum Beispiel bemerkbar machen, zum Beispiel Hallo oder Guten Tag oder Entschuldigen Sie, dazu muss er mich nicht anfassen. Also wenn mich irgendjemand unbefugt anfasst, ist das in meinen Augen die Straftat der Beleidigung mittels Tätlichkeit. Es ist eine Tätlichkeit und ich fühle mich dadurch beleidigt, weil niemand darf einen anderen einfach so anfassen. Unbefugt. Aber was anderes ist ja bei Polizisten und was weiß ich. Aber so im Normalfall darf mich keiner anfassen. Das heißt, was denkt ihr, wie oft, wenn man jetzt nach meiner Logik folgt und ich kann da jetzt nichts Falsches erkennen, wie oft sich zum Beispiel sämtliche Schüler jeden Tag strafbar machen, weil die schubsen ja und mobben ja in dem Sinne sich andere Schüler jeden Tag. So oft wird jeden Tag geschubst. Ja, meistens sind da die, sage ich mal, die Opfer damit einverstanden, dann ist es ja keine Straftat, aber oft auch nicht. Schubsen ist für mich eine klassische Beleidigung mit der Tätlichkeit. Kommt es aber darauf an, was passiert, wenn der Geschubste hinfällt. Ja. Wenn er sich dabei arg wehtut, wobei das Wehtun an sich noch nicht so entscheidend ist, aber wenn er sich dadurch natürlich Schürfwunden zufügt oder gar irgendwas gebrochen wird, naja, dann ist es natürlich dann eine Körperverletzung, das ist ja logisch. An sich ist aber Schubsen, was harmlos ausgeht, eine Beleidigung mittels Tätlichkeit. Grapschen ist eine Beleidigung mittels Tätlichkeit und ja, eine Vergewaltigung ist es bestimmt nicht, wenn die Frau sagt nein oder auch der Mann. Und der andere, die dann halt normal anfasst, das ist keine Vergewaltigung. Grundsätzlich muss ich aber auch nochmal sagen, wie es hier schon dasteht, ja, dass ich jeden Menschen verabscheue, der ohne Einwilligung und ohne Berechtigung irgendeinen Dritten anfasst. Erst recht natürlich, wenn er das sexuell macht. Ja, also. Oder versucht, ja, also Vergewaltigung im klassischen Sinne. Aber auch wenn er einfach eine Frau im Hintern fasst, ja, die zum Beispiel
in der Disco, ist alles eng. Ja, und er meint, oh, die sieht gut aus, mag ja auch sein. Und die dann einfach ankrapschen darf. Ja. Das finde ich widerwärtig, absolut. Aber man muss halt dann auch unterscheiden. Man darf, was sehr viele Deutsche machen, lese ich jeden Tag bei GMX, bei den Kommentaren, ja, man darf Moralisches nicht mit Rechtlichem vermengen. Ja, das finde ich nicht okay.